Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Gestern habe ich versucht ein Unboxing zu machen, es hat aber leider aus einem bestimmten Grund nicht geklappt, also meine Speicherkarte war dann voll und ich habe die jetzt wieder entleert, weil dann halt, die habe ich halt jemanden kurz ausgeliehen gehabt für ein Projekt in der Schule, also in der Ausbildung, in der schulischen Ausbildung. Und ich habe vergessen, die zu leeren. Also ich dachte, beziehungsweise dachte ich, ja, okay, das klappt noch. Ich habe noch so viel Speicher übrig, dass es reicht. Hat aber leider nicht gereicht. Und es war dann halt mitten im Unboxing, war halt dann alles voll. Ja, ich habe dann einfach weitergemacht. Oder habe dann halt einfach das ganze Ding ausgepackt und will es euch heute zeigen. Und zwar geht es um dieses schöne Ding hier. Nicht um die Notebook-Tasche. Oder die Laptop-Tasche ist es eher. Nicht um die Laptop-Tasche, die ist gut, die ist schon etwas älter, aber immer noch gut, so wollte ich sagen. Es geht um den Inhalt. Und zwar ist dieser Inhalt einfach grandios. Und zwar geht es um das schöne Ding hier. Um das Baby hier. Geht um das schöne Baby hier. Jetzt muss ich das aber leider mal kurz ablesen, und zwar das Lenovo IdeaPad 330-15 IKB. Also Lenovo IdeaPad 330. Ich wusste, dass es ein IdeaPad ist, aber nicht welche Nummer. Mit der. Also ich werde es euch gleich mal sagen. Wir werden das Ding einfach mal kurz starten. Ja, mal kurz das Passwort eingeben. Das Ding hat einen Intel Core i7 Prozessor der 8. Generation. Es hat eine Radeon. Das muss ich nachgucken. Warte mal ganz kurz. Ich werde euch die ganzen Stats jetzt gerade erstmal einblenden. Hier, Systeminformationen. Hier. Ich will euch das einfach mal kurz ein bisschen nur zeigen. Also wenn das geht. Hier, 8 GB Arbeitsspeicher. Das ist in Ordnung. Also es ist nicht das Beste, aber es geht. 8 GB Arbeitsspeicher. Ein bisschen warten. Ich will nur wissen, welche. Grafikkarte da drin ist, also die IT, welche Nvidia-Karte die hier blenden. Die Audiogeräte-Anzeige müsste hier sein. Ja, genau. Es ist eine AMD Radeon Graphics Prozessor, da steht nicht dran, welche das ist. Shit. Doch hier, eine AMD Radeon 530. Oh, ihr seht es gar nicht. AMD Radeon 530 ist hier verbaut. Also nicht die allerbeste Grafik, ja, ihr seht das jetzt nicht ganz gut. Deswegen werde ich euch mal so ein bisschen auf die Tastatur filmen. Also nicht die allerbeste Grafik, aber die ist schon relativ stark. Und dann haben wir noch eine Nvidia UHD Graphics mit drin. Hier, Intel UHD Graphics Family. Also Intel Nvidia UHD Grafik. Und dann haben wir zwei Festplatten verbaut. Die erste ist eine SSD 250 GB. Und die zweite ist eine HDD 1 TB. Yeah! Ja. 250 GB und die andere ist halt 1 TB groß. So. Was habe ich denn auf diesem ganzen Ding schon installiert, weil ich habe das Ding schon ein bisschen getestet. Und ich muss sagen, eine Kamera für Skype, das reicht ganz gut. Wenn man halt noch ein extra Mikrofon mitnimmt oder sowas, müsste das eigentlich gehen. Das Mikrofon von dort ist auch ganz gut. Lautsprecher sind unten unter dem Ding. Also unten hier, unten drunter. Hier.
Da unten drunter sind sie. Ja, was habe ich denn hier installiert? Ich habe hier Worktools, Games und Streamtools. Bei Streamtools ist noch nichts drin, da werde ich aber OBS reinpacken. Also Streamlabs OBS kommt rein. Da kommt dann noch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das Programm für den Timer kommt dann da rein. Und ein Programm, das ich mit meiner Kamera streamen kann, also meine Canon anschließen kann und mit der streamen kann. Wenn ich genug Akkus dafür habe. Also das muss ich noch installieren alles. Hat aber noch ein bisschen Zeit. Also wir haben hier unsere Worktools. Wir werden mal schauen, wie gut ich euch das zeigen kann. Ah, ich kann nicht noch weiter ran, schade. Ich kann vielleicht versuchen, mit dem Stativ noch ein bisschen weiter ranzugehen. Jetzt muss ich die Kamera abschrauben und euch das so zeigen. Oh, sorry. Das habt ihr jetzt mega gehört, weil da der Rand war. Aber nein, ich kann leider nicht noch weiter rangehen. Da muss ich die Kamera kurz abschrauben und es euch zeigen. Handheld Mode. Sorry, Leute. Sie hat jetzt ein bisschen gewackelt, aber es geht eigentlich schon. Seht ihr auch mal ein bisschen meinen Rest vom Zimmer. Mal gucken, wie weit ich euch das scharf stellen kann. So. Meine Worktools, da haben wir einmal Premiere Pro 2019. Ich habe die 2020er Version versucht zu installieren, aber es funktioniert nicht. Dann haben wir als zweites Celtics. Sorry, ich habe ein anderes Tischstativ leider gerade nicht da. Also nicht hier unten. Dann haben wir wieder Celtic und dann haben wir Shotcut. Und mit Shotcut arbeite ich eigentlich sehr, sehr gerne. Super gerne. Und dann haben wir natürlich noch Ordner Games. Schauen wir auch hier mal kurz rein. Da haben wir ohne Steam. Oh, ich bin jetzt einfach so runtergeladen haben. Age of Empires 2, die HD-Version, dass ich einfach ein bisschen spielen kann. Battle.net natürlich, dann werde ich noch einen Unterordner für Launcher machen. Und dann haben wir bei Battle.net haben wir natürlich Diablo 3 und Hearthstone. Jeweils die Verknüpfungen. Das müsste sogar das komplette Spiel sein, wenn mich nicht alles täuscht, aber... Ja. Hearthstone kann ich auch auf dem Handy spielen, das ist nicht das Problem. Das bin ich noch am überlegen, ob ich es behalten soll. Diablo 3 funktioniert... auf Low bis mittleren Grafikeinstellungen funktioniert das eigentlich ganz super. Und Age of Empires 2, die HD-Version, das normale Spiel funktioniert auf jedem alten PC, dann wird die HD-Version auf jedem neueren PC funktionieren, also ja. Und wie gesagt, hier der Ordner, in dem einfach fucking nichts drin ist, meine Stream-Tools, da ist einfach fucking noch gar nichts drin. So, dann schraube ich mir wieder drauf. Und hier seht ihr nochmal übrigens. Intercore i7, 8. Generation. Und Radeon Graphics. So, ich schraube mich mal wieder drauf. Stell euch mal wieder scharf. Aber ich kann halt echt nicht nah ran, deswegen muss ich das kurz so machen und mein anderes Stativ habe ich leider gerade nicht da. So. Dieses Notebook hat übrigens gekostet, also ich habe jetzt nicht alles bezahlt, da ich noch in der Ausbildung bin und halt eben nicht wirklich was verdiene, also nichts verdiene eigentlich in der Ausbildung. Ich habe halt das, was ich an Geld bekomme, habe ich immer mir angespart und habe halt das halt, oder beziehungsweise das von diesem Monat und das von... ein bisschen was von letztem Monat noch, habe ich halt angespart und habe das dann als Anzahlung geleistet. Nicht für das Ding, sondern habe das halt, also nicht Anzahlung, sondern habe das halt dazugegeben. Sagen wir es mal so, dass ich halt nicht, das halt nicht komplett das ganze Ding finanziert wird. Deswegen, es war eigentlich ein Weihnachtsgeschenk, wo ich ein bisschen mitfinanzieren musste, sagen wir es so. Was ich für die Ausbildung halt meistens benutze oder halt fürs mobile Arbeiten. Und gekostet hat mich das ganze Ding bei Black Friday 699 Euro ungefähr.
Ja, wir waren bei 695 irgendwas oder 699 irgendwas, weil da noch ein SD-Kartenlesegerät dazu kam. Ja, dieses Ding kann auch SD-Karten lesen, aber ich habe noch ein SD-Kartenlesegerät, weil ich es halt für die Ausbildung brauche und immer hin und her switchen muss mit den SD-Karten. Und bei uns, wir haben Macs. Und ja, meine fucking kein SD-Kartenleser, kein einziger Mac. Und deswegen habe ich mir das einfach mitgenommen. Und ich habe extra ein Ding genommen, was halt ein USB-Typ-C-Adapter hat, weil das Ding hat auch einen USB-Typ-C-Port. Und da stecke ich einfach den Adapter rein, also dann USB auf USB-Typ-C, und dann habe ich einfach noch einen weiteren Anschluss. Das ist auch noch ein Vorteil von diesem Ding, was ich mir rausgearbeitet habe mit dem SD-Kartenlesegerät. Und ja, weil eigentlich hatte ich schon ein SD-Kartenlesegerät, aber das ist kaputt gegangen und blah. Beziehungsweise liest es nur noch Micro-SD-Karten und bei normalen SD-Karten schlecht. Also da muss man rumprobieren, bis es funktioniert, und deswegen habe ich jetzt den neuen. Der neue war ein bisschen zu teuer, aber ich habe wenigstens einen Adapter dabei, wo ich mir noch einen dritten USB-Port machen kann, beziehungsweise noch ein paar USB-Ports mehr, weil der SD-Kartenleser hat auch ein paar USB-Ports mit an Start. Also da kann ich dann ungefähr 3, 4, 5, da habe ich dann ungefähr 6 USB-Ports. Ne, 2, 3, 4, 5 USB-Ports, sorry. Ich habe ein bisschen einen dazu geaddet, wo keiner ist. Ja. Ich würde dann auch erstmal sagen, das war's erstmal für dieses Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Übrigens hier Metall, unten natürlich wie immer Plastik. Hier außen ist auch Metall und hier innen ist Plastik. Und ja, ich würde dann erstmal sagen, das war's für dieses Video. Ich arbeite noch ein bisschen jetzt mit dem Notebook und gucke, dass ich noch ein bisschen die Stream-Tools einstellen kann und dies, das, Ananas. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Sorry, dass kein Unboxing dazu kam, weil es einfach nicht gereicht hat. Ich habe gedacht, es reicht mit der Speicherkarte, weil da noch, was weiß ich, wie viel da drauf war. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig, aber ich dachte, es reicht. Aber leider nicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.